Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man den Schildgenerator mit seinen Projektoren benutzt und was für Upgrades es gibt. So, ich habe hier schon mal die Stromversorgung vorbereitet. Das sind zwei HV-Solarzellen mit jeweils 4 MFSUs, also nicht jeweils, sondern insgesamt. Und das braucht man unter Umständen auch, je nachdem wie groß man sein Schildsystem mit einem Kern aufbaut. So, damit der Schildkern Energie bekommt, brauchen wir zuerst diese EU-Injektoreinheit hier, das ist dieses Ding. Und darauf setzen wir einfach den Schildkern, das ist dieses Ding. Wenn man die Sachen baut, schaut ihr am besten einfach im Techkit-Wiki nach, da steht das alles drin. Und ja, dann seht ihr es. So, jetzt ist das eigentlich schon die Basiskonfiguration für den Schildkern. Wenn ich ihn jetzt anschalte, seht ihr sofort, das Ding ist aktiviert und fängt sich an aufzuladen. Kurz zu dem Interface hier. Hier seht ihr die maximale Reichweite. Die ist allerdings buggy. Also ich habe noch keine Reichweitenbegrenzung festgestellt. Und die Anzahl der gelinkten Projektoren. Gut. Dann noch zu den Upgrades des Schildkerns. Ihr könnt hier diese Batterien dranhängen. Die erhöhen die Kapazität des Reaktors um jeweils 200.000. Also ist schon ganz praktisch. Dazu gibt es noch dieses Teil hier. Wie ihr seht, ist die Reichweite von 8 auf 16 hochgesprungen. Da das allerdings eh nicht funktioniert, braucht man das nicht. Und ich würde euch empfehlen, einfach mehr Batterien dran zu hängen, so dass insgesamt 220 Millionen Strom da rein kann. Oder 2,2 Millionen, ich weiß gerade nicht. Eine ganze Menge. So, mal schnell wieder Tag machen. Also, ihr seht jetzt, so haben wir schon einen funktionierenden Schildgeneratorkern. Jetzt brauchen wir natürlich die Projektoren. So, es gibt hier einmal diesen Umgebungsprojektor, den Tube-Projektor, den Richtungsprojektor und den Deflektor. Was die Dinger machen, zeige ich euch jetzt schnell. So, einmal der wohl bekannteste, der Area-Projektor, einfach hinstellen, Schalter dran und somit wäre er schon funktionsfähig. Wir müssen jetzt natürlich nur noch mit dem Generatorkern, also mit dem Schildgeneratorkern verbinden. Das machen wir über diese blanken Karten, reinlegen, dann wird hier die Frequenz drauf gespeichert, das Ding wieder mitnehmen, Frequenzkarte rein und Reaktor, also der Projektor funktioniert. So, ihr seht, hier haben wir jetzt unseren Schutzschild. So, ich zeige euch mal, wie das Ding aussieht, wenn man das auf Maximalreichweite einstellt. Ihr seht, da lässt sich ein großer Bereich mit schützen. Dazu kann man ihn auch als Sphärenform aufbauen. Dann sieht das Ganze so aus. So, eine weitere Variante ist die Tube. Das ist ganz praktisch. Wenn ich jetzt sage, ich hätte aber hier gern einen Tunnel, der rausgeht. Das gleiche Spiel wie gerade. Schnell die Frequenzkarte wieder aufladen. Ich lade am besten mal alle auf, sonst laufe ich so viel hin und her gleich. So. Schnell alles umstellen. Die Karten funktionieren auch dann immer nur mit dem entsprechenden Reaktor. Also ist auch ein Vorteil, da kann keiner einbrechen oder sonst irgendwas. So, Karte reingelegt. Ihr seht, sofort ist das Ding verbunden. Ich kann hier einen Radius und alles mögliche einstellen. Ich zeige erstmal, wie das aussieht. So, hier haben wir uns jetzt quasi so eine kleine Tube gebaut. Ich kann das auch noch, die Ausrichtung ändern, dass es einmal zentriert über den Generatorkern ist und einmal hier eine Front. Das sieht man jetzt nicht so gut, aber dann würde sich einfach nach vorne ausrichten. So, mit der Tube kann man ganz tolle Sachen machen, indem ich jetzt zum Beispiel die Länge hier mal hochziehe. Und ihr seht, ich habe in den anderen Schild einen Eingang gebaut. Das funktioniert so lange, wie die beiden Schildprojektoren im selben Kern arbeiten. Das ist wunderbar. Und das ist eine ganz praktische Sache. Auf, zu, auf, zu. Gut, kommen wir zum nächsten. Der nächste ist der direktionale Force Field Projektor.
Hat einen ganz spannenden Namen. Gleiches Schema. Karte rein. Schalter dran. Und ja, wir haben einen Block erschaffen. Das ist jetzt natürlich noch nicht so das Abenteuerliche. Aber ich kann natürlich die Länge erhöhen. Oder die Entfernung, wie er dargestellt werden soll. Was es damit gleich noch auf sich hat, das zeige ich euch gleich noch. Jetzt kommt erstmal noch der Deflektor dran. Das ist dieses Ding hier. Auch wieder Karte rein, Schalter dran, angeschaltet. So, das sieht jetzt natürlich genauso aus wie gerade, aber ich habe andere Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann die X- und Z-Achse verändern. Ich mache das einfach mal. Und dann seht ihr, so kann man quasi Wände mit entstehen lassen. So, jetzt kommen wir schnell zu den Upgrades für die Projektoren. Das sind diese hier. So. Und zwar, speziell für diesen direktionalen Projektor gibt es noch den Extender. Ich setze die jetzt einfach mal da dran. Ihr seht auch, das richtet sich automatisch aus. Eingeschaltet. Und jetzt habe ich hier eine Erweiterung gebaut. Das lässt sich auch noch einstellen. Also ich kann diese Dinger hier einzeln einstellen. Die Breite. Und ihr seht, jetzt haben wir schon was Breiteres. So, jetzt kommt aber eine Besonderheit. Und zwar, wenn ich jetzt hier noch einen draufstelle. Na, das war der falsche. Das Ganze anschalte, seht ihr, ich habe eine Treppe gebaut. Das lässt sich dann auch noch weiter fortführen, indem ich eine sehr hohe Treppe baue. Also da kann man auch nette Spielereien mitmachen. Gut, anhand dieses Umgebungsprojektors werde ich euch gleich zeigen, was für Upgrades es gibt. Mal schnell die ganzen anderen Sachen ausschalten, damit man es besser sieht. So, und zwar, es gibt einmal das Unterwasser-Upgrade, das Zapper-Upgrade, das Dome-Upgrade, den Block-Cutter und das Camouflage-Upgrade. So, ich zeige euch erstmal das Unterwasser-Upgrade, wenn ich es jetzt reinmache, wieder an. Ihr seht, somit hat der Schildgenerator sämtliches Wasser, was hier drin war, weggemacht. Das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn man sich eine Unterwasserbasis bauen möchte und ja nicht umständlich alles trockenlegen will oder sonst was. Das nächste Upgrade. Was haben wir hier? Ah, der Blackcutter. Zeige ich gleich zum Schluss. Das nächste ist das Zapper Upgrade. Ihr seht, jetzt ist das Schild rot geworden. Ist eine ziemlich gemeine Sache. So, im Creative sieht man es gerade nicht. Ich mach's mal wieder so. Ich laufe dagegen und kriege Schaden. Wenn man jetzt nicht gerade im Peaceful unterwegs ist, kriegt man damit selbst Leute in der Quantenrüstung ordentlich Schaden reingedrückt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das nächste Upgrade ist hier das Camouflage Upgrade. Wie ihr seht, das Schild ist eingeschaltet, aber ich sehe es nicht. Hier zum Beweis, ich kriege wieder Schaden. Damit lassen sich natürlich auch sehr gemeine Sachen anstellen. Vor allem kann ich hier noch einen Block reinlegen. Er sagt mir jetzt Status okay. Das ganze Ding an. Und er tarnt mir mit diesem Block quasi den Schild. Also da lässt sich einiges machen. Auch sehr lustige Sachen. So. Dann setze ich jetzt hier mal das Dome-Upgrade dran. Das Tarn-Upgrade kommt gerade mal weg. Und ihr seht, der schneidet quasi die untere Hälfte des Schildes ab. Dann lassen sich halt so Kuppeln und sonstiges bauen. Da habe ich persönlich noch keinen guten Verwendungszweck für gefunden, aber man findet bestimmt irgendwas. So, ich lasse den Dome jetzt aber gerade mal dran, damit es hier gleich keine Massenvernichtung gibt. Und zwar gibt es nämlich noch das Black Cutter Upgrade. Wo habe ich es denn getan? Hier. Das Ding macht quasi das gleiche
wie das Unterwasser-Upgrade, halt nur mit Blöcken. Und ihr seht jetzt, alles, was das Schild berührt an Blöcken, ist weg. Also da lässt sich auch einiges mit an Dreck entfernen. Oder zum Beispiel mit einer Tube einfach ein langer Tunnel bohren. Ja, probiert es aus. Das ist so die Übersicht über die Schildgeneratoren und Projektoren gewesen. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Habt ihr Wünsche, sonst irgendwas, sagt einfach Bescheid. Vielen Dank fürs Ansehen.